willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute das bis jetzt, glaube ich, einzige Video davon auf YouTube. Wer würde eher? Das Format habe ich ja 2006 ins Leben gerufen. Mit dabei ist heute Barit. Hi. Spendi. Hi. Revi. Hi. Nico. Sascha. Und Izzy. Ich habe das Gefühl, es hat echt keiner Bock, mir zu drehen. Izzy stellt uns heute Fragen, Leute. Das Gefühl täuscht ihr nicht. Klar, ich bin immer für euch da, Jungs, gar kein Problem. Izzy wird heute uns Fragen stellen. Wer würde eher fragen? Izzy, danke für die Einladung ins UFO. Ja, Mann. Danke. Du wirst dir sicherlich eine Frage überlegt haben. Wir haben natürlich alles professionell ausgedruckt, vorher Zettel vorbereitet. Ich muss eine Frage überlegen. Ja, ja. Du sitzt hinter der Kamera. Ernst? Ja. Vollkommen irgendwas. Ja, wer würde eher? Scheiße, Alter. Sag das doch vorher. Ja, so schnell ist es jetzt nicht. Also. Muss ich jetzt einfach loslegen, oder was? Ja, einfach loslegen. Einfach auf loslegen. Wer würde eher einer alten Dame über die Straße helfen? Okay, haben wir alles. 3, 2, 1. Was? Wieso haben wir dreimal Revi? Seid ihr behindert? Nein, ich kann sagen, warum. Ich kann sagen, warum. Warum? Dass Spendi schon mal Spendi genommen hat, ist die größte Lüge, die ich jeweils auf YouTube 2017 gehört habe. Dass ich habe Revi genommen, weil es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass Revi eine Dame über die Straße geholfen hat, um sie da am Ende auszurauben. Sprich, er geht mit dem guten Gewissen ran, ich helfe der Dame über die Straße, aber dann raube ich sie aus. Ja, ich hab Sascha, weil Sascha ist der gutmütigste Mensch, den ich kenne. Ich habe Revi genommen, weil es einfach ein korrekter Kerl ist, der eigentlich immer allen helfen will. Ja. Okay, warum hast du Nico jetzt genommen? Ich habe Nico genommen, weil, keine Ahnung, ich kann es mir bei dir sehr gut vorstellen, ja, so, dass du auch manchmal vielleicht aus dem Auto aussteigen würdest und sie noch kurz... Ja, ich wollte mich da jetzt nicht selber loben, aber es ist tatsächlich so. Guter Mann, guter Mann. Okay, Izzy, nächste Frage. Wer würde ja, gut, Spendi seine Begründung, warum er sich selber genommen hat, kann ich sehr schenken. Danke nochmal für die Unterstützung von meiner Aussage. Izzy, bitte. Wer würde am ehesten ein Porno mit Katja Krasov jetzt drehen für 1 Million Euro? Ja. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich mir auch. Habt ihr schon was? 3, 2, 1. Also, ich hab's ja schon zugegeben in Sascha's Video. Du auch umsonst machen, oder? Dass ich sie auch umsonst knallen würde. 1 Million dann schon 5-mal. Was? Was mit dir? Warum? Ja, bei Nico. Nico ist halt so ein... Geld und Titten, ne? Richtig. Ja, ich hab Peter genommen. Ja, Peter macht halt alles. Ja, klar. Ja, ich kurbel gerne die Wirtschaft an. Ja, YouTube 2017 habe ich jetzt nicht so viele Videos gemacht, dementsprechend wäre das jetzt nochmal Geld, was ich mitnehmen würde. Ja, finde ich gut. Super, Izzy, nächste Frage. Wer würde am ehesten einen anderen für Geld verraten? Boah. Den ich habe, der braucht manchmal Geld so dafür. Ich würde es auch. Die Person, die ich genommen habe, die würde es auch so machen. Ja. Ja. Gut, 3, 2, 1. Hat jeder Revi. Ja, also ich kann ja mal. Wir fangen ruhig kurz an. Weil du ein Spaß bist. Ja. Weil du ein Spaß bist. Weil ich ein Spaß bin. Weil du ein Spaß bist. Weil du ein Spaß bist. Ja, super, das ist wie bei diesem Familienduell. Okay, nächste Frage. Wer würde am ehesten mit einem Tier schlafen? Also da. Als Maul, guck dich so an, Junge. Ja, gut, es ist halt so, ne? Also. Klar. Gut, da. Scheint sich die Meinung mal wieder zu teilen. Spindert? Nein. So. Hey, Spendi, du wählst dich selber? Nein. Du hast dich gerade selber gewählt. Nein. Doch, hast du, oder? Was ist denn hier los? Er steht ja da sogar. Alter, steht ja Spendi. 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 Was ist denn dir, du krank? Alter, Junge, Junge. Nächste Frage. Ist hier gelacht der Typ, Mann. Hey, chill mal ganz kurz. Crew-Tempo! 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 Weiter geht's. Ich hab sogar mitgemacht, Jungs. Und zwar wäre meine Frage, wer wird am ehesten einen Monat lang barfuß laufen? 10.000 Euro. Sind wir soweit? 3, 2, 1. Spendi. Ey, ich würde es gerne anfangen zu begründen, ne? Spendi muss es sowieso bald tun, weil der Junge eigentlich nur in Hundescheiße tritt. ist auch eine wahre Geschichte. Ey, Mann, das wollte ich auch gerade sagen. Ist auch in Hundescheiße getreten und 10.000 Euro würden Spendi auf jeden Fall schaden. Ja, ja, ja. Also ich hatte es in den gleichen Gedankengang. Bei mir ging es nur eher darum, dass du mal echt Knete brauchst, Digga. Also, keine Ahnung, ich denke halt, das ist gesund, weil ich habe letztens einen in Köln gesehen, der ist die ganze Zeit barfuß rumgelaufen, der wird glücklich. Okay. Ja, ich wäre auch kein glücklich, weißt du? Bist du dir sicher, dass das nicht das LSD war, was dich glücklich gemacht hat? Das kann auch sein. Würdest du machen? Einen Monat? Ja. Barfuß laufen? Würde ich machen. Okay, gut. Dann legen wir einfach beim nächsten Spendi-Stream für. Machen wir Spendi-Stream dann. Okay, perfekt. Spendi-Stream. Okay, Idee. Direkt die nächste Frage. Wer würde am ehesten Fotomodel für ein Sexspielzeug sein? Das wird wahrscheinlich in Richtung Analplug gehen. Jetzt ändern wir mal alle. Super, können wir? 3, 2, 1.
Du, ich habe das Gefühl, danke Sascha, Mann, du bist der einzige Korrekte hier. Wahrscheinlich. Ich fange jetzt einfach mal an. Nico, ich finde dich am ästhetischsten und ich glaube, dass du vom, also körperlich. Ich hätte auch mich als erstes gewählt, aber als es dann mit dem Anal kam, da habe ich mich dann... Du kannst ihn ja nur in der Hand halten, weißt du, so hältst du in der Hand und grenzt die Kamera so. Das könnte ich mir vorstellen. Fände ich auch cool eigentlich. Ja, ja. Mhm. Also, hast du recht. Wäre auch eine Merch-Idee, oder? Ja. Ja, super, dann machen wir das. Okay. Okay. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe keine mögliche Begründung, aber du würdest einfach perfekt ins Bild passen. So. Mhm. Gut, dann ist die nächste Frage einfach. Wer wäre in der Wildnis am aufgeschmissensten? Oh, ich weiß. Ich hab's auch richtig gut gefunden. Ich weiß auch so. 2, 1. Was? Natürlich, Spendi. Warum? Alter, Digga, du kommst nicht mehr mit jetzt klar, so im realen Leben. In der Wildnis. Soll ich mal begründen, warum Peter? Ja. In der Wildnis gibt's keine Pizza, Jungs. Da wird gar nicht überleben. Warum? Ja, und ich hab Spendi, weil in der Wildnis gibt's keinen Red Bull. Ja, doch. Also ich hab Peter genommen. Ach, das auch nicht. Eigentlich hätte ich auch Spendi nehmen sollen, ja. Ja, ist halt so. Also es macht mehr Sinn, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich noch Feuer hinbekommen, aber Spendi, ich meine, du siehst zwar aus wie Höhlenmensch und verhältst dich so, aber die Skills fehlen ja, weißt du, nicht böse gemeint. Nächste Frage. Und bei dir, Nico, sich selbst kein Juwelier. Ja, in der Wildnis gibt es keinen Juwelier, ja. Junge! Hey, warum lacht ihr so? Ja, stimmt. Und die Rolling geht doch nicht, ne? Genau, sagt man ja so. Ja, super. Okay. Machen wir weiter. Wer von euch wird alleine sterben? Boah, das ist eine miese Frage. Das dreckige Lachen. Also damit ziehst du gerade alles runter. So. Ja. Das war alles gerade nice. Können wir 3, 2, 1. Ja, scheiße. Das ist so brutal asozial, Alter. Oh, Revi. Sag es ja selber. Wenn schon 5 Leute sagen, ich bin dann eigentlich sterben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Soll ich das kurz für alle mal begründen? In jeder Beziehung, die ich zu einem Menschen aufbaue, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich es verkacke. Deshalb wird das auch dann passieren, also ich denke mal. Ich hoffe auch und spreche jetzt nochmal an Jody, die es vielleicht sehen wird. Jody, wach endlich auf. Holy Scheiße. Ja, ich mich da einfach in Sascha. Die Stimmung ist oben, zieht die nächste Frage. Wer von euch kommt einfach nicht klar auf sein Leben? Warte mal, lass mich mal kurz ein bisschen überlegen mit dem, ja? Ich hab's eine Antwort. Ich hab auch schon eine Antwort. Jo. 3, 2, 1. Jungs, ich hab da keine Begründung, wenn ich ehrlich bin. Aber es war mir so klar, Alter, es war mir so klar. Du hast den besten Zettel einfach genommen, Junge. Ja, richtig. Schau, wir waren letztens, waren wir in Stuttgart in der Shisha-Bar. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie du dich da, also dieses Verhalten, was du an den Tag gelegt hast. Was war da? Ne, es war einfach menschenverstörend. Ich fand da irgendwie, dass deine Bewegung und die Art, wie du mit Menschen redest, das... Ah, okay. Alles hat irgendwie nicht gepasst. Ganz ehrlich, Spendi, ich glaube, du bist nicht von hier, Mann. Okay, mal. Ich finde, Spendi ist ein guter Freund, wir haben uns echt gut kennengelernt, aber mit der Zeit wurde mir bewusst, dass du echt oft mit Gegenständen redest. Es ist halt irgendwie, hey, es ist halt nicht normal, mit dem Fernseher so zu reden, als ob wir miteinander reden. Was war nochmal die Frage? Keine Ahnung, ich habe alle Peter die richtige Antwort. Gut, easy, gönn dir noch 2 Stück. Wer von euch ist der schlechteste Verlierer? Okay, ja, was? Können wir? Ja. Hey, das wundert mich jetzt, dass du auch Nico willst und nicht mich. Also ja, ich gebe ehrlich zu, ich bin der schlechteste Verlierer. Gut, ich muss auch zugeben, ich bin auch echt ein schlechter Verlierer, aber Peter ist noch ein schlechterer Verlierer. Aber ich meine, ihr vier kennt euch gut untereinander, ihr kennt mich nicht, ich weiß halt nicht, ihr schaut auch nicht meine Videos. Ich verstehe gerade auch gar nicht, warum du dabei bist. Du hast eigentlich recht. Frage. Ja. Gut, Izzy, was haben wir denn noch da, Petto? Machen wir mal was richtig Unangenehmes. Was richtig Unangenehmes. Wer würde am ehesten keinen Hoch bekommen? Oh! Ja, ich kann's auch begründen. Okay. Ja. 3, 2, 1. Ich lass das jetzt einfach mal so. Soll ich mal begründen? Nee, ich habe da auch ein persönliches Erlebnis, was ich aber jetzt hier nicht teilen möchte. Ach, ist das eine Freundin, die auch zum Geburtstag kommen würde? Wie gesagt, das will ich jetzt. Ach so. Bei Sascha gibt es ja so die ein oder anderen Geschichten, die wir intern jetzt kennen. Ja, und dementsprechend will ich darauf aufgreifen, weil man Geschichten von mir kennt, bin ich damals mit dem Problem zu Peter gegangen, der mir dann was gegeben hat, was er auch nehmen könnte. Deswegen, Peter, wir beide. Das ist echt gerade ein bisschen unangenehm. Ja, also, wir haben auch nur noch 1% Akku. Ja, okay, wir machen direkt weiter, Izzy. Noch eine. Ja, noch eine jetzt. Oh Gott, Junge, mal 1%. Izzy, jetzt hör auf! Wer würde am ehesten. Wer würde am ehesten die Abmoderation machen? Genau. Jungs, ich würde sagen, schnell. 3, 2, 1 und los. Perfekt, dann einigen wir uns auf Revi. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Hey, Nico, ich wollte gerade. Schaut auf jeden Fall bei Sascha, Spendi und Barit vorbei. Der Crew Tempo läuft auf jeden Fall bei den dreien. Crew Tempo! Schaut auf jeden Fall bei Crew Tempo! Crew Tempo! Oh, ich hab voll geschmackt. Macht's gut. Tschüssi, Müsli.